Hallo zusammen, hier ist wieder Chillan und Toshida für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu habe ich wieder ein bisschen Gold in die Hand genommen und das ausgegeben. Und ja, diesmal habe ich mir keine T-Mog oder Rezepte geholt, sondern bin so ein bisschen in die Achievement-Sektion gegangen. Da habe ich ja so gut wie alles schon abgehakt gehabt. Eins hat noch ein bisschen gefehlt und zwar ein paar Raid-Achievements. Die normalen Non-Heroic Raid-Achievements, beziehungsweise die Erfolge, die man da machen kann, fürs Mount habe ich schon mitgenommen, aber mir fehlen noch die, oder haben gefehlt, muss man ja sagen, die HC und die Mythic-Erfolge. Ich bin aktuell nicht groß am Raiden, dementsprechend hatte ich da noch gar nichts. Und ja, dann habe ich ein bisschen Gold in die Hand genommen für die Mythic-Raid-Erfolge und dachte, ich kriege die HC-Dinger dann auch mit, aber falsch gedacht, ich musste dann auch nochmal HC rein. Und ja, dann gucken wir uns mal an, was ich mir geholt habe. Und zwar einmal hier das Mythic-Kill-Achievements mit allen 8 Bossen. Hat mich gekostet 8,5 Millionen Gold. Ist ein Haufen Asche, aber ich denke mal, ich habe einen halbwegs guten Deal ausgehandelt. Teilweise gehen die ja für ein gutes Stück über 10 Millionen. Also mit 8,5 bin ich schon halbwegs gut mit dabei. Dann ist mir halt aufgefallen nach dem Run, die HC-Sachen kriege ich nicht automatisch. Ich kriege zwar die Heldentat von HC irgendwie automatisch, aber das Achievement nicht, was ein bisschen komisch ist. Und dann bin ich halt nochmal HC durchgelaufen am nächsten Tag. Ihr seht das, Tag später habe ich dann HC gemacht. Und das hat dann nochmal 125k gekostet. Also der HC waren im Gegensatz zu Mythic dann noch quasi Peanuts. Ja, beide Achievements eingeheimst. Und da gab es dann auch noch ein paar Heldentaten. Jetzt muss ich mal gucken. 2 Stück, um genau zu sein. Wahrscheinlich bei Schlachtzügen sind sie drin. Genau, da gibt es dann halt im HC der Zeit voraus und im Mythic Spitzenreiter, ne? Und ihr seht, die habe ich beide am gleichen Tag gekriegt, also die HC-Heldentat bekommst, wenn du eine Mythic-Kill hast, aber du kriegst nicht die Erfolge, also irgendwie ist das schon wieder nicht so ganz hundertprozentig logisch, aber ist okay, ne? Haben wir uns beides eingeheimst, zusammen hat es dann gekostet, 8.625.000, ne? Also 8,5 plus die 125, ja, war ein teurer Spaß. Das war jetzt so das Letzte, was mir gefehlt hat vor der zweiten Season. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das Video rauskommt. Kann sein, dass die zweite Season schon draußen ist, weil ich in letzter Zeit einen Haufen Waste-Videos aufgenommen habe. Aber sowas an Erfolgen sonst noch fehlt, sind eigentlich nur hier Handelsposten-Gedönse, ne? Aber das kann man ja noch nicht fertig machen. Und Sammlungen sind diese Anpassungen. Und da ist ja eins, das mit dem braunen Haar, das buggt irgendwie bei allen Leuten. Das funktioniert aktuell nicht, dass man das holen kann. Und das schwarze Haar, das buggt bei mir persönlich und bei noch ein paar anderen Leuten, weil Blizzard da irgendwas mit IDs durcheinander gebracht hat. Da gibt es irgendein anderes schwarzes, schwarze Mähne oder wie das heißt. Und wenn man die vorher hat, dann kann man die andere bei dem Rare aktuell nicht kriegen, was ein bisschen nervig ist. Weil sonst wäre ich auf Platz 1 mit den Achievements jetzt, ne? Aber naja, dadurch hat es das verkackt. Ansonsten glaube ich jetzt noch, Spieler gegen Spieler sind jetzt halt noch Heldentaten drin, die keine Punkte bringen. Wo ist es denn? Ich glaube bei der Arena. Das sind glaube ich die aktuellen, Heldentaten, ne, für Dreier und Solo-Shuffle gibt es da was, aber wie gesagt, die bringen keine Punkte und die kommen ja quasi jede Season neu. Gut, das war's soweit. Achievement ist eigentlich für mich jetzt bis auf die backten Sachen und die Geschichten, die jetzt ein Jahr dauern, abgehakt damit und ja, mal gucken. Jetzt geht's dann in die nächste Season und ja, mit einem wenig oder mit einem extrem viel leichteren Goldbeutel. Naja, gut, das war's eigentlich mit dem kleinen Waste-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Euer Tilla. Bis dahin. Ciao.